Konnichiwa, Minasan! Im heutigen Video möchte ich mit euch mal über das sogenannte Hodenso-System sprechen, was es in Japan gibt und was vor allem für diejenigen von euch wichtig ist, die mal in Japan arbeiten wollen in einem japanischen Unternehmen. Hodenso nennen die Japaner das. Hodenso heißt auch Spinat, aber das meinen die Japaner damit nicht, sondern es setzt sich zusammen aus Ho für Hokoku, aus Den für Dendaku und aus So für Sodan. Hokoku heißt erstmal Bericht oder berichten. Dann haben wir Dendaku, was heißt mitteilen im Grunde oder in Verbindung setzen mit jemandem. Und dann haben wir Sodan, was für Beratung steht im Grunde oder für beraten. Das ist somit das wichtigste Prinzip, was die Japaner sagen, was es im Business in Japan gibt und was da jetzt genau hintersteht, das wollen wir uns angucken. Fangen wir erstmal mit dem Hokoku an, also dem Berichten. Da steckt drin, dass ein Mitarbeiter von einer Firma, wenn er irgendwo arbeitet, alles den Vorgesetzten oder auch den Senpais, also den älteren Mitarbeitern, berichten muss. Das heißt, Verlauf und Ergebnisse von irgendwelchen Arbeitsschritten oder wenn es irgendwelche wichtigen Informationen gibt, die sofort weitergeleitet werden müssen, dann muss man das auf jeden Fall berichten. Das ist also wirklich ganz wichtig, egal was passiert, ihr müsst immer einen Bericht darüber abliefern, wo steht ihr in eurer Arbeit, was ist passiert, gibt es irgendwelche Informationen, die vielleicht wichtig sind für die Vorgesetzten und das darf man auch nicht vergessen, weil wenn der Chef zu euch kommt und sagt, ah, wie läuft das denn da und er sagt das zu euch, weil ihr länger nichts berichtet habt oder so, dann ist das nicht ganz so gut. Dann haben wir das Dendaku, mitteilen, das heißt, wenn irgendwelche Beschlüsse von oben oder so zum Beispiel vorliegen oder es irgendwelche neuen Informationen gibt, die generell von Interesse sind, auch für die anderen, dann muss man allen diese Informationen mitteilen, per zum Beispiel Mail oder sowas. Wie genau man das hinten noch macht, das werden wir uns gleich noch angucken, aber das ist eben auch wichtig, dass man Dinge mitteilt den anderen und die nicht einfach unwissend lässt. Japaner generell in japanischen Firmen ist es sehr wichtig, dass Informationen vorhanden sind und dass möglichst alle Personen auch alle wichtigen Informationen haben. Japaner wollen in Präsentationen bei Firmen oder so zum Beispiel oft Informationen haben, von denen Deutsche jetzt sagen würden, ja, aber die sind für das Projekt gar nicht so wichtig, diese Informationen. Die Japaner sagen aber, wir wollen die Informationen haben, weil wir ein möglichst holistisches, komplettes, ganzes Bild von der Situation haben wollen. Und selbst wenn diese Informationen nicht direkt wichtig für das Projekt sind, wollen wir sie trotzdem haben, um auch diese Aspekte mit einzubeziehen. Deswegen, wenn man japanische Präsentationen oder so sieht, wenn man mit Japanern zusammenarbeitet, dann fragt man sich oft, Junge, Alter, die schreiben ihre Folien für die Präsentation so voll, wie kann das sein? Und in Deutschland lernst du dann immer nur ein paar Stichpunkte und so, ne? Und die Japaner, die schreiben alles voll, alles voll. Auch japanische Internetseiten, wenn man da mal schaut, die sind immer überfüllt und voll mit Informationen. Aber aus japanischer Sicht ist das besser. Also Japaner vertrauen zum Beispiel in Webseiten, die vollgeschrieben sind, mehr, weil sie sagen, da sind mehr Informationen, da bekomme ich einen besseren Überblick. Und Japaner haben auch gelernt, dadurch, dass sie da sich mit so vielen Informationen, sage ich immer, beschäftigen, die wichtigen Informationen von den unwichtigen relativ schnell zu trennen. Das ist was, was, würde ich sagen, uns relativ schwer fällt, weil wir das nicht so ganz gewöhnt sind, weil wir auch, was Webseiten angeht und so, sowieso schon, ja, an Designs gewöhnt sind, die jetzt nicht so überfüllt sind. Und deswegen, wenn ich auf einer japanischen Website manchmal unterwegs bin, denke ich mir, oh, wo steht denn das, was ich wissen will? Ja, und dann musst du dich da erst durchsuchen. Und die Japaner haben schon so eine Idee vorher, wo könnte das stehen. Also für Japaner viele Informationen sehr wichtig und das schlägt sich auch nieder hier in diesem Hodenso, also Dendaku und Hokoku. Gucke, ne? Die Bericht und die Mitteilung, das muss auch immer mit allen Informationen, die man hat, erfolgen. Dann zuletzt noch Sodan, Beratung, das heißt, wenn es irgendwas gibt, wenn man sich unsicher ist bei einer Entscheidung oder so, dann auf jeden Fall immer mit dem Vorgesetzten beraten oder mit eben anderen Kollegen beraten. Das ist wirklich ganz wichtig, dass man das macht und dann nicht einfach eine Entscheidung trifft, weil man denkt, ah ja, komm, ja, vielleicht machen wir mal so. Nee, das nicht, sondern Beratung ist da wirklich sehr wichtig. Das sind so grob zusammengefasst die drei Punkte, die man beachten muss. Der ein oder andere von euch wird sich jetzt denken, ja, das ist in Deutschland ja auch, das ist ja ganz normal. Ich finde auch, dass das normal ist, dass man sowas macht. Aber die Japaner, die stellen das nochmal extra hervor und den Leuten wird das auch extra eingebläut, sage ich mal. Ja, also deswegen hat man eben auch dieses Wort Hodenso, diese Verbindung erfunden, sage ich mal,
damit die Leute wissen, das müssen wir auf jeden Fall machen, damit man das nicht vergisst zu machen und dadurch Probleme entstehen. Schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen an, wie das funktioniert. Allgemeines Timing, also wann soll man denn zum Beispiel sowas berichten? Das hängt immer davon ab, wie wichtig die Information ist. Ist es eine schlechte Information fürs Unternehmen, dann sofort berichten, ja? Irgendwas Schlechtes sollte man sofort berichten, sagen die Japaner. Auch gute Informationen, wo eine Chance für einen Business drin stecken sollte, auch die sofort berichten. Ansonsten gibt es so wöchentliche Berichte oder tägliche Berichte, je nachdem in welchem Gewerbe, in welchem Bereich man arbeitet. Und diese Zeiten sollte man auch einhalten, dass man eben zur richtigen Zeit, die vorgegeben ist, dann eben auch einen Bericht abliefert. Ich kenne das noch, als ich Deutschunterricht für Japaner in Düsseldorf gegeben habe, da haben mir die Salarymans auch immer davon erzählt, ja, und dann war ich da und dann musste ich noch den Bericht schreiben und musste dies noch machen und haben mir auch davon erzählt, wie wichtig dieses System in Japan ist. Das richtige Timing ist da also auch wichtig. Wie sieht es mit dem Inhalt aus? Beim Inhalt ist es so, man sollte zuerst den sogenannten Ketsuron, also das Ergebnis, schreiben. Ja, dann den Bericht, direkt an erster Stelle das Ergebnis, was man getroffen hat. Dann im weiteren Verlauf schreibt man, wie die momentane Situation ist von dem Arbeitsschritt oder wie das Projekt momentan verläuft. Und dann gibt man den Grund für die Entscheidung oder warum das jetzt so läuft, gibt man dann zum Schluss an. So, dass also ein Vorgesetzter oder so, der den Bericht bekommt, direkt weiß, ah okay, was ist das Ergebnis von dem Ganzen, was wird da jetzt gerade gemacht? Und dann im Weiteren erfährt er, warum wird das gemacht, wie sehen die einzelnen Arbeitsschritte aus und so weiter und so fort. Das ist also auch wichtig. Außerdem, kurz und knapp muss so ein Bericht sein, schreiben die Japaner. Das heißt, man sollte nicht unnötige Informationen mit einbringen. Und wenn man in so einen Bericht seine eigene Meinung mit einbringt, dann muss das ganz klar getrennt sein, auch von den Fakten, die momentan vorherrschen. Also manchmal kann ja sein, dass man irgendwo auf einer Konferenz war und man hat dann eine eigene Betrachtungsweise der Geschichte noch und sagt irgendwie, ja, ich habe das so und so empfunden oder so. Das dann an den Ende im Grunde und klar getrennt von den Fakten, von den Dingen, die entschieden worden sind und die eben objektiv vorhanden sind. Dann am Ende ist noch wichtig, wie man das Ganze sagt. Bei wichtigen Informationen sagen die Japaner auf jeden Fall mündlich direkt zum Chef gehen, anrufen. Falls das nicht möglich ist, eine Mail auf jeden Fall schreiben. Bei ganz wichtigen Informationen also den direkten Weg suchen und ansonsten eben per Mail kann man das dann auch ganz gut machen, wenn es Informationen sind, die eine breite Masse im Unternehmen oder so haben muss, dann eben mit so einer Sammelmail oder sowas, das kann man auch machen. Und was auch immer gut kommt bei den Japanern, sind zusätzliche Materialien, die man zum Beispiel in einer E-Mail noch anfügt oder die man dem Chef dann noch mitgibt, die eben noch weitere Informationen zu dem Projekt, zu der Entscheidung oder was auch immer geben. Das ist also mit das Wichtigste, wenn ihr in japanischen Firmen Erfolg haben wollt und auch aufsteigen wollt und so, dann müsst ihr immer zeigen, dass ihr mehr macht als erwartet worden ist. Das ist wirklich so. Ich habe da Geschichten gehört, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal erzählt habe, wo man zum Beispiel dann ein Gebäude geplant hat und einem Architektenbüro in Japan gesagt hat, bitte zeichnet uns folgende Sachen ein. Dang, dang, dang. Das Architektenbüro macht die Zeichnung und die Deutschen denken sich, ja, aber da sind Sachen eingezeichnet, die wollten wir noch gar nicht haben. Wir wollten noch keine Treppen haben, wir wollten noch keine Toiletten haben, wir wollten noch keine Waschbecken haben. Aber aus japanischer Sicht ist das so, wenn du nur das machst, was du gesagt bekommst und nicht darüber hinaus noch Informationen zur Verfügung stellst oder was Sachen machst, dann wird das nicht so gut angesehen. Und du zeigst deinem Chef, dass du halt nur das machst, was du machst und nicht darüber hinaus noch deine Energie ins Projekt steckst. Und das ist natürlich dann negativ und kann manchmal zu Problemen in der Kommunikation mit ausländischen, nicht japanischen Unternehmen führen. Aber so ist das eben in Japan. Also Informationen für die Japaner sehr wichtig, möglichst viele Informationen und die müssen dann eben auch verteilt werden durch dieses Horenso-System. Man muss alles berichten, man muss alles immer mitteilen, jedem mitteilen, damit jeder weiß, wo bist du in deinem Prozess, was machst du gerade und immer beraten, wirklich immer und immer mit anderen beraten. Habe ich auch ganz oft mitbekommen, ja, als ich Deutschunterricht eben für Japaner in Düsseldorf gegeben habe. Die haben dann manchmal Anrufe bekommen, das war abends 6 Uhr in Deutschland, dann ist schon mitten in der Nacht in Tokio, aber die haben aus Tokio noch Anrufe bekommen, wo dann irgendjemand um Rat gefragt hat, der dann gesagt hat, ja, ich habe das und das Problem. Man kriegt dann natürlich so ein bisschen mit, ne? Wenn es wichtig ist, dann sagen sie, ah, warte mal kurz 2 Minuten. Und dann bekommt man so ein bisschen mit, dass da eine Frage gestellt worden ist, wie soll ich dies machen, wie soll ich das machen? Und mein Schüler war dann der Senpai in dem Fall und hat dann so ein paar Ratschläge nochmal gegeben. Also egal zu welcher Uhrzeit, dieses System wird eingehalten, auch über Landesgrenzen hinweg. Das ist wirklich sehr wichtig, dass man das macht. Und wenn ihr das wirklich verinnerlicht habt und euch so ein bisschen, natürlich, wenn man im japanischen Unternehmen ist, muss man sich erstmal ein bisschen daran gewöhnen dann, wie läuft das genau ab? Es ist auch immer je nach Unternehmen geringfügig unterschiedlich. Aber wenn ihr in ein japanisches Unternehmen kommt und ihr zeigt, dass ihr dieses Horenso schon mal gehört habt, dass ihr ungefähr wisst, was das ist, dass ihr ungefähr wisst, wie das geht, dann bringt euch das mit Sicherheit
ein paar Pluspunkte ein. Das war es im Grunde auch schon wieder von diesem Video. Das wollte ich euch nur mitteilen. Das sollte man nämlich mal gehört haben in Verbindung mit Japan und japanischen Business und Unternehmen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was Neues über Japan lernen. Und ja, schaut gerne in die Videobeschreibung. Da gibt es noch einen Link zu meiner Website www.kevincapito.com. Außerdem gibt es Online-Kurse, falls ihr Japanisch lernen wollt. Es gibt natürlich auch einen Link, über den ihr meine Arbeit durch eine direkte Spende unterstützen könnt. Und es gibt meinen Amazon-Affiliate-Link, über den ihr mich unterstützen könnt. Wenn ihr da irgendwas auf Amazon kauft, bezahlt ihr nichts mehr. Aber ich bekomme noch eine kleine Provision, wenn ihr meinen Link verwendet. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!